Teilnehmer nehmen Aufstellung hinter dem Startauto. Start frei. Die 12 Damen mit ihren Pferden bereits hinter dem Startwagen beim Anfahren zur 2100 Meter Startmarke. Ein vorbildlicher Start, den wir hier sehen, der 12 Teilnehmer zum Amazonen Cup. Und nun sind es noch etwa 100 Meter bis zum Start. Teilnehmer ab. Ums Kommando bemüht sich natürlich gleich erwartungsgemäß Programm Nummer 2, Joyce Venus. Dazwischen Nummer 3, November Cesar, von außen Cristallo ist er. Innen Joyce Venus, außen Cristallo ist er. Die hier einen Zweikampf um die Führung machen. Dahinter an dritter Stelle befindet sich Iglesiomo, während hier November Cesar einen Fehler begeht. In Führung an der Innenkante Joyce Venus, außen bedrängt von Cristallo ist er, der hier zurückgenommen wird an zweite Position. Dahinter Iglesiomo vor Redoute an vierter Stelle. An fünfter Stelle sehen wir World Lore D vor dem springenden Rebel Venus. Dahinter sieht man Royal Jet. Außen kommen die anderen Teilnehmer nun ebenfalls weiter. In dritter Spur attackiert hier vor allem Programm Nummer 7, Boogie Woogie. In Führung Joyce Venus. Joyce Venus in Front. Dahinter an zweiter Stelle Cristallo ist er. Außen kommt Boogie Woogie weiter, an der Innenkante Iglesiomo, außen ebenfalls Redoute. In dritter Spur kommt Blue Diamond SR weiter. Dann sieht man an der Innenkante World Lord D vor Royal Jet. Dann sieht man Jimmy Fortuna und den Abschluss des Feldes Casanova Venus. Aber in Führung nach wie vor Joyce Venus. Scheint hier alles unter Kontrolle zu haben. Dahinter an zweiter Stelle Cristallo SR. Dann kommt außen Blue Diamond SR weiter. Mit Sabine Messlener an der zweiten Stelle, hinter ihr ebenfalls Sam Boogie Woogie vor Redoute, an der Innenkante Iglesiomo. In Führung Joyce Venus. Joyce Venus, die begleitet wird nun von Blue Diamond SR und auch von Cristallo SR. Iglesiomo an der Innenkante vor Boogie Woogie. Dann World Lord D und Redoute, diese 7 Teilnehmer voran, dann dahinter noch Casanova Venus, Royal Jet und Jimmy Fortuna. Im Schlussbogen, oder zu Beginn des Schlussbogens, sehen wir noch immer Joyce Venus in Front, dann dahinter Cristallo SR, scheint noch einiges an Reserven zu haben, außen Blue Diamond SR hat sich hier ausgespielt. Und dahinter an der Innenkante Iglesiomo, sieht ebenfalls noch gut aus, während in dritter Spur nun Boogie Woogie zur Attacke beordert wird. An der Innenkante, Joyce Venus wird nun zum Kampf gestellt von Cristallo SR. Joyce Venus an der Innenkante kann zulegen. Außen Cristallo SR. Joyce Venus innen, daneben Cristallo SR. Dieses Rennen geht leicht an Joyce Venus. Sie gewinnt hier. Joyce Venus vor Cristallo SR. Dann fliegt World Lord D zum dritten Platz vor Boogie Woogie und innen Iglesiomo. Der vorläufige Einlauf auf den ersten 5 Plätzen lautet 2, 5, 8, 7 und 1. 2, 5, 8, 7 und 1. Einlauf vorläufig. Bitte die